Wählen Sie den Bau des globalen Raumhafens, starten Sie Wildwasserbucht, klicken Sie auf den Raumhafen, schließen jetzt ab. Alles klar. Den wollen wir rein, ne? Dass man immer noch mal auf Enter drücken muss, wenn es geladen ist. Tag auch. Trenchcoat heiße ich. Hab da einen Plan ausgetüftelt. Nicht ganz astrein die Sache, aber es lohnt sich. Steigst du ein? Ja, wie kann man denn da Nein sagen, oder? Tag auch. Trenchcoat heiße ich. Hab da einen Plan ausgetüftelt. Nicht zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Okay, ausrangiertes Zeug, aber immer noch top in Schuss. Kann deine Koordinaten wieder in meine Route aufnehmen. Zieh dir das mal rein. An deiner Stelle würde ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Irgendwann müssen wir alle ins Gras beißen, was? Aha. Hätten Job für dich. Springt auch anständig was dabei raus. Die alte Truhe an der Kiste bringen. Alles klar. Unser Schiff ist. Ne, das ist der Raumhafen. Das ist unser Schiff hier. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Sind unterwegs. Alles erledigt? Wie alles erledigt? Leg vielleicht mal einen Zahn zu. Was die haben? Brauchst du eine Schatzkarte? Die habe ich in einer Spalte im Norden versteckt. Ach so, in einer Spalte im Norden. Nein. Nein, das wollte ich nicht. In einer Spalte im. Was habe ich denn hier? Achso, ich habe ja nichts. Ich dachte, ich hätte was. In einer Spalte im Norden. Ist das denn überhaupt Norden, wo ich gerade hingucke? Muss ja, oder? Wahrscheinlich eh gar nicht hin. Ich muss die Spalte wahrscheinlich nur finden. In einer Spalte im Norden. Das ist der Container, wird es nicht gewesen sein. Oder meint er halt so eine Spalte? Was meint er mit Spalte? Ja, das ist mit einer Spalte. Astrein. Bis auf die Tatsache, dass sich die Lage inzwischen geändert hat. Ach, fick dich. Befestigen Sie. Was soll ich befestigen? Befestigen Sie die Sensordrohne an Ihrem Kommandoschiff, folgen Sie dem Drohnenziel und sammeln Sie verteilte Wrackteile. Bringen Sie die Fracht zur Wall zum zu Lagerhaus. Bringen wir mal die Drohne an. Objekt befestigt. Verstanden. Verstanden. Dann folgen wir mal dem Signal der Drohne. Oh, sehr stark. Bestätigt. Wir sind dicht dran.
Das wollte ich nicht drücken. Sind unterwegs. Etwa hier? Koordinaten bestätigt. Standort des Objekts gefunden. Achso, wir sollten mal an Wackteilen suchen oder so in der Richtung, oder? Und, na ja gut, vielleicht auch nicht. Koordinaten bestätigt. Muss dann hier direkt in der Nähe sein, die nächste. Im Gange. Objekt erfolgreich erkannt. Fracht eingesammelt. So, weitere Wackteile. Ach, wir müssen dann hier um diesen Wackplatz so gesehen. Wackteile sammeln. Roger. Ziel erfüllt. So, Nummer 3 von 4. Fracht eingesammelt. Okay, jetzt geht's ein bisschen weiter woanders hin. Bestätigt. Sind unterwegs. Standort des Objekts gefunden. Sehr schön. Fracht eingesammelt. Dann müssen wir sie noch zum Lagerhaus bringen. Nichts leichter als das, würde ich mal sagen. Nicht übel. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Wer hätte das kommen sehen? Besitzen Sie in Wildwasserbucht 144 Arbeitskraft, verbleibende Zeit 5 Minuten. Sind wir denn in Wildwasserbucht? Ja. Wie viele Arbeiter brauchen wir? 500 Arbeiter. Willkommen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ja gut, scheinbar müssen wir dann nochmal ein bisschen bauen, habe ich das Gefühl. Oder? Ich wollte schon sagen, warum Upgrades? Es gibt doch keine Upgrades. Das hatte ich ja schon gesehen. So, nicht versetzen. Da. Und... ja, da können wir mehr Arbeiter reinnehmen, würde ich sagen. Nehmen wir mal. Dann haben wir wieder Farm und so weiter. Oh, das passt alles gar nicht so völlig rein. Da kann man auch da durchbauen. Hm, hier könnte man so, da vorne vielleicht auch, dass man dann... ups. Dass man dann... hier noch welche hinbaut. Dann sind sie nicht so alleine da. So, das ist natürlich auch gut für unsere unseren Kredit und so weiter, unsere Einnahmequelle steigt natürlich dadurch natürlich auch. Hier brauchten wir noch einen Weg. Dann müssen wir noch weiter bauen. Oder passt es besser mit den 1, 2, 1? Sie sollten diesen zwei. Vorgang verinnerlichen. Nee. Da könnten wir schon was gleich hier so und so. Irgendwie noch einen kleinen oder mittleren Park, den man packen könnte. Einfach, dass da was ist.
Wenn ihr versteht, was ich meine. Arbeiter haben wir jetzt mittlerweile. Sind das die Arbeiter? Nein, sollen wir jetzt insgesamt Arbeitskraft besitzen? Okay. Heißt, wir brauchen tatsächlich noch ein paar mehr. Willkommen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Welche. Wir müssen den Platz ja nutzen. Vor allem, wir müssen die Arbeitsdings da noch. Die verbleibende Zeit ist immer noch 5. Okay. Ich dachte, ich muss mich hier beeilen. Scheinbar ist dem nicht ganz so. Und steigend. Ich glaube, wir können hier vorne nochmal eine Straße durchbauen. Das sollte passen. Hä? Wie null? Achso. Gut. Bin noch ein weiteres Blumenfeld daran. So, plus 15, sauber, so muss es sein. 290 haben wir immer noch. Das sind nur Transport. Gut, dann können wir hier sowieso zubauen. Wenn das nur ein Transportunternehmen, Businessgeschäft ist. Dann das übliche hier eine Straße lang und noch ein paar Ornamente. Ich weiß, dass das übliche ist, machen das wird jetzt. Schiffe im Kampf schlagen. Ja, ich würde mal sagen, das hat was, ne? Wie sieht es denn überhaupt hier aus? Sehen davon, dass dort glaube ich nichts ist, wirklich zumindest. Aber wahrscheinlich doch. Aber sehr schön. Wir brauchen immer noch so viele Leute, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß ja jetzt schon gar nicht mehr wohin mit den Leuten. Ich muss ja jetzt schon auf eine andere Insel gehen. Sind wir das eigentlich schon? Nein, noch nicht. Was ist denn das für ein Punkt? Noch ein paar mehr Schiffe, die hier kaputt gegangen sind. Oh. Ja, gut. Ich bin gerade am überlegen, wie wir es machen. Dann würde ich noch so eine. Ja, da oben haben wir eine. Dann würde ich sagen, machen wir von hier bis da unten eine Straße hin.
aber so viel Geld jetzt wieder ausgeben. So. Also langsam muss es aber auch wirklich reichen. Yes. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, das muss jetzt wieder reichen, oder nicht? Ja, das Geld wird mehr, die Arbeiter werden auch mehr. Ich glaube, wir könnten auch diesen Produktionsabschnitt verbessern. Eine Produktion von 300. Jetzt haben wir immer noch das Problem mit dem Biokostmangel. Da haben wir doch. Hey. Ich bin verwirrt. Firma unter neuem Titel geführt. So, haben wir es auch. Das klingeln lassen, haben sie einen Kreditbilanz von plus 1000. Läuft bei uns. Bin ich doch, will ich doch eigentlich nur hier diese Mission hier endlich abschießen. Von wegen Menschen. Oh, Menschen, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können sogar upgraden. Aber wir warten, würde ich sagen. Wir warten mit dem Upgrade. Dürfte ja gleich soweit sein. Und dann können wir uns auch so direkt hier mit... Oh. Gut. Können wir das am Ende danach? Das Gebäude ist verfügbar. Algenfarm. Besitzen Sie? Ja, habe ich doch. Achso, ich muss. Ich muss 5 Minuten die Arbeitszeit besitzen. Die Erleuchte. Dann kriegen wir einen Iridium-Generator. Geil. Ja, gut. Ich würde mal sagen, dann mache ich mal 5 Minuten nichts, oder? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wir haben doch noch nicht mal angefangen hier mit Algen. Menschenskinders aber auch.
Haben wir schon mal jede Menge Wasser, merke ich gerade. Also solche Wasser, ne? Können wir hier oben ja uns Algen besorgen. Ah, ich wusste es. Okay, dann können wir es auch so machen. Können wir es gleich klug machen. Wir ziehen uns dann hier so ein bisschen was zurecht. Beachten Sie, die Global Union erlaubt den Bau ihrer eigenen Orbitalstation. Bedingungen werden gesendet. Och Mensch, schon wieder alles auf einmal hier. So, wir können uns aber erstmal hier die Leute holen. Also, easy going. 1,5. Wir sind bald bei 2000, die wir bekommen an Credits. Aber die brauchen wir auch aktuell dringend. Vor allem dringend. Uiuiuiuiui. Vor allem, wir sind bis jetzt immer noch nur in der Wildwasserbucht. Wir sind noch gar nicht hier zum polaren Dings gegangen. Wir sind noch nicht hier. Achso, gut. Ha. Bauoptionen erweitert. Uiuiui. Was will ich so alles bekommen jetzt hier? Da sind wir doch nur auf Algen gegangen. Die haben eine. Okay. Können wir auch. Krass, man kann schon. Ein Biologie-Institut. Bilden Sie Astronauten aus und klicken Sie das. Jetzt schicken Sie diese. Wow, geil. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Okay. Theoretisch gesehen bräuchten wir von den Sinnzellen Inkubator, bräuchten wir so gesehen 2. Heißt, wir brauchen, also 16 pro Minute produziert und 16 Algen verbraucht. Heißt, wir haben so gesehen eine und können dann hier direkt danach darauf gehen. Aber am liebsten würde ich das nicht mehr auf diesem. Obwohl, das kann man hier noch machen. Bauen wir das hier hin, gehen dann hier nochmal einen dran und dann klatschen wir das hier hin. Muss reichen, wa? Oh, reicht nicht? Scheinbar reicht es nicht. Wie viele von den Autobots haben wir? Wir haben im Lager 63 und produzieren 10 Stück. 4 im Stufe 6. Neue Erfolgsebene erreicht. Immer noch minus 6. Minus 8. Eieiei. Okay. Heißt, wenn die Logistikwartung auch wahrscheinlich nichts bringen wird, sind wir ja gezwungen, dann noch so ein Ding zu klatschen. Das könnte aber auch gut sein. Dass wir vielleicht, mehr Algen und so brauchen.
Erstens wieder nur Vitamindrinks. Limit erreicht. Das heißt, wir bräuchten noch ein zweites. Um auch den Nutzen der Vitamindrinks zu stillen. Den was? Den Nutzen des der Vitamindrinks zu stillen. Ich habe wirklich gut geschlafen oder was? Neue Gebäudearten verfügbar. Hat was. Ja gut. Sind die 5 Minuten um? Noch nicht, wow. So, nun muss es aber auch gut sein, ne? Mensch, das kann das haben schon so viel reingesteckt hier drin. Also wir müssen uns langsam auch umsiedeln. Also, dass wir, keine Ahnung, hier rüber gehen, hier alles zu bauen und dann das gleiche dann hier oben machen und da alle zu bauen und bis wir dann hier bei der großen Insel angelangt sind. Weil viel Platz und so haben wir dann auch nicht mehr. Und hier kann man nochmal irgendwie. Hey, würden Sie mir, Ibarra Foxcom bei diesem Projekt helfen? Hier können wir dann noch ein paar Missionen und so weiter machen. Ach, schön, Mission verfügbar, ey. Ja, 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 ich glaube, wir kommen schneller auf den Mond als gedacht. Letzte Minute. Moment, was haben wir? Gibt es ein Maximum? Ja, 80. Ja gut, denn wenn das so ist, dann können wir auch gerne. Das war doch irgendwie, dass wir das hinfahren sollen. So 80, 13 Polymere oder so, ne? Sind unterwegs. Laden Sie Ihre Raumschiffmatratzen aus dem Raumhafen. Das ist super. Annehmen. Können Sie mir einen Status berichten? Ja, Ruhe. Raumhafen war das, ne? Oder? Ja, mach richtig. Einwandfrei. Mal sehen, wie du dich bei der nächsten Geschichte anstellst. Oh, sehr schön. Was ist denn die nächste Geschichte? Befestigen Sie Ingenieursschiff an dem Kommandoschiff. Schleppen Sie Ingenieursschiff zu versunkenes Gebäude. Das wird ja noch richtig spannend hier. Danke. Das hat meine Forschung um Lichtjahre vorangebracht. Gern geschehen. Müssen wir mehrere Kommandoschiffe mitnehmen oder nur eins? Das kann man jetzt auch falsch verstehen und so, würde ich mal sagen. Andocken erfolgreich. Andocken erfolgreich. Dann müssen wir das. Warum müssen wir das nach da bringen? Achso, schleppen und so oder wie oder wo oder was? Wo wolltest du mal hinhaben? Zu versunkenes Gebäude. Oh, gibt es so viele versunkene Gebäude, sehe ich gerade. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Warum wollen die alle wieder jünger werden? Meine Güte, was ist denn falsch bei denen?
So, dann hier forsch du mal, ne? Achso, dann bist du doch noch ein zweites. Nehmen wir das zweite Kommandoschiff und packen das dann wahrscheinlich auch dahin zu der Stelle. Gehe ich mal stark von aus. Objekt befestigt. Ja. Wohin auch sonst? Ah, okay, wir haben auch ein Maximum von 80 Baubots. Heißt, wir wissen, was Biopolymere und Baubots anbetrifft, sehr gut dabei. Maximum im Lager. Astrein. Bis auf die Tatsache, dass sich die Lage inzwischen geändert hat. Ach, wie immer. Halten Sie ein, was? Halten Sie ein... okay. Dann müssen wir erstmal... produziert nach und nach kleine Mengen an Iridium. Die Lage und abgeholten in ihrem Stand. Okay. Läuft. Das ist auch sehr geil. Im Gange. So, ja, hier, ne? Also nicht das, sondern hier, was war das noch? Kobalt war das, ne? Damit dürfte das ja eigentlich auch schon wieder geregelt sein, ne? Würde ich zumindest mal behaupten. Wir müssen halt wieder nur ein paar Minuten warten, wie immer. Oh, diese Warterei. Was sind wir denn hier? Aber Nino, machen wir schon Nino, machen wir schon Nanokeramik? Ja, ne, oder? Ja, hier, ne? Jawohl. Gut, dann müssen wir noch nicht machen, können wir noch warten. Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Flottig rufen, ne, müssen wir nicht. Wir können ja mal gucken, hier, Technologie-Nexus. Es gibt einen Technologie-Nexus, oh mein Gott! Achso, ja, Astronauten. Bauen Sie Ausbildungszentren. Übrigens habe ich alle DLCs. Und, ne? Verwundert mich das gerade ein bisschen. Bauen Sie Ausbildungszentren, um unter Ihrer Bevölkerung Leute zu finden, die Astronauten werden können. Regelmäßige Shuttleflüge bringen Sie zu Ihrer. Was? Ja, okay. Ja, bringen Sie zu Ihrer Orbitalstation. Das macht natürlich auch erst sehr viel Sinn, wenn wir hier wirklich die Orbitalstation fertig haben und dann auch auf dem Mond. Agieren können, was ja im Grunde genommen so das Endziel vom Ganzen ist. Von Anno. Befehligen Sie eine Orbitalstation. Beaufsichtigen Sie die Zusammensetzung Ihrer Orbitalwerkstätten und unterstützenden Module, um die Expertise Ihrer Astronauten zu maximieren. Okay, das heißt, man hat bestimmte Astronauten, die bestimmte Fähigkeiten haben und wenn die offenbar nicht die Fähigkeit, nicht die Tätigkeit nachgehen, die für ihre Fähigkeit bestimmt ist, dann ist das keine so gute Expertise, oder verstehe ich jetzt gerade falsch? Oder dann ist sie nicht maximiert? Ja gut, also... Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich glaube auch mit... Obwohl waren das dann alle DLCs? Ich weiß gar nicht. Da war es noch nicht so komplex, wie ich dachte. Also da war es auch schon komplex, aber nicht so ultra komplex. Wählen Sie neue Technologien an. Ihre Expertise kann im Technologienexus angewandt angewendet werden, erweitern Sie Ihre Station, Werkstätten um... wir brauchen viel mehr Geld. So, hat das auch geholfen? Ja, es hat einigermaßen geholfen, die Zeit irgendwie so ein bisschen hinbekommen. Es gibt auch Börsen für Firmen.
Ach du Scheiße. Ja gut, da haben wir noch eine Menge zu tun, wie ich merke. Sektorprojekt abgeschlossen, 0 von 13%. Eieiei. Ja gut, der Firmenfortschritt geht zumindest voran. Weltmarkt, Routenlimit 1 von 13, Firmenranking 5 von 6. Ja gut, das kriegen wir noch höher. Kreditlimit von 700.000. Wäre schön, wenn wir überhaupt erstmal bei den 200.000 sind oder bei der Viertelmillion. Militärstufe 2 von 30. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Firmenranking. Ja gut, Arktis gibt es halt auch noch. Da kommen wir auch noch hin. Aber da dauert halt, wie gesagt. Zu dir kommen wir also auch noch. Sehr schön. So, wie lange müssen wir noch warten? 49 Sekunden, sehr schön. Was müssen wir eigentlich noch machen, um den globalen Raumhafen zu beenden? Das wird wahrscheinlich auch sehr schnell dann gleich abgeschlossen sein. Ach, gar nichts. Also wir könnten das theoretisch gesehen machen. Gut zu wissen. Durch diese ganze Geisterschiff-Dings-Projekt und so ganz vergessen. Aber ein Iridium-Generator, da interessiert mich, was der so alles leistet. Nutzt der Iridium, um Energie zu generieren? Einwandfrei. Oder generiert der Iridium? Mal sehen, wie du dich bei der nächsten Geschichte anstellst. Mit Superlegierungen aus unserem Raumhafen. Haben wir denn überhaupt Superlegierungen? Das ist natürlich wichtig zu wissen. Offenbar schon, ich habe noch keine Ahnung. Nein, da will ich nicht hin. Achso, deswegen sind wir noch nicht bei Arktis-Region, weil wir noch nichts freigeschaltet haben. Was? Legierungen? Ist mir neu, dass wir irgendwie Legierungen haben. Na gut, dann gehen wir mal zu unserem Schiff und... Wenn wir Superlegierungen haben, 50 Stück, dann werden wir sie wahrscheinlich aufnehmen. Schätze ich mal. Okay. Dann ab zum Baumenü und dann geht er dran an die Superlegierungen. Wenn ich sie finde. Oder können wir erst die Superlegierung herstellen, wenn wir in der Arktikregion sind. Das kann natürlich auch sein. Deswegen würde ich spontan mal sagen, wir upgraden. Kabel angeschlossen. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. Achtung! Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereit machen für Andockvorgang. So muss das. Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. Erst in den Weltraum, Antarktis. So sieht's aus. Lizenzierungsprogramms beginnt jetzt.